Hallo, 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 herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 Beer Pro im Jahr 2015. Sind wir mittlerweile, meine Güte, sind wir alle alt geworden. Neues Jahr, neues Glück. Es geht weiter mit einem Ligaspiel. Wir spielen weiterhin erstmal nur unseren Pro. Im Moment habe ich da einfach mehr Lust drauf. Von daher machen wir das auch einfach so. Und ich denke, es macht auch viel Sinn, so zu spielen, wie ich Lust habe. Gegen Eibar. Okay, jetzt ist es auch kein Gratwandlermesser. Wir spielen in diesen Trikots. So mit Suarez, Aschempong und Vaga auf den Flügeln. Okay, verstehe ich nicht, warum da nicht mal Neymar spielen darf und warum da immer dann solche Jungs spielen. Naja, ist halt so. So, Aichempong. Da haben wir den Reifen kaputt geschossen. Aber unser Gegner ist jetzt auf jeden Fall nicht die Creme de la Creme des Fußballs. So, Fans sind auch noch am Schlafen. So, schade. Ich dachte, da kommen wir noch mal zwischen. Oh, der passt nicht schlecht. Oh, erst eine gute Möglichkeit hier für den Gastgeber Eibar. Gibt sogar eine Ecke. Die wird von Saul getreten. Ui, Tudor ist da mit dran. Ja, vielleicht mal für den Torwart überlassen sollen. So, diesmal gehen wir weg, wollte ich sagen. Köpft sich der Torwart den selber rein? Alter Schwede. Ja, massiv sieht da nicht gut aus. Wir waren weg diesmal. Wir pushen den Ball jetzt nach vorn. Suarez. Gleich wieder rüber zu uns. Da ist er. Ah, ich wollte gerade nochmal spielen. Dann halt Defensivarbeit. Okay, wir konnten den Konter ein wenig eindämmen. Nichtsdestotrotz jetzt Eibar mit der nächsten Möglichkeit schön nach vorn geschickt. Flanke kommt. Also mit den Einstellungen sieht das ja tatsächlich so ein bisschen nach Fußball aus bei Beer Pro. Ne? Ein bisschen rumgetweakt. Wie gesagt, Fehlpässe deutlich runtergeschraubt beim Gegner und auch beim eigenen Team, muss man auch dazu sagen. Dann kann man sich das angucken. Möglichkeit, fast da 2-0 hier durch Erasti. Er rast die gleich aus, wenn das so weitergeht. Bester Mann bis jetzt unser Keeper. So, Rakitic. Sieht Suarez, der sich weit fallen lässt. So, vielleicht mal ein Doppelpass. Schön gemacht. Schusschance, aber nur mit links. Juhu, wir haben einen neuen Jubel freigeschaltet. Ich freue mich so. Schusskraft haben wir aber gesteigert. Das ist schön. Verzögerte Elfer freigeschaltet. Dürfen wir eh nicht schießen. Ah. Wollte ich rein sprinten. Jetzt hätte es vielleicht geklappt, wäre ich dran geblieben. Ach, sag mal. So, jetzt haben wir ihn aber. So, mal ein langer Ball in die Spitze. Raus zu Vaga. Ja, nee. Also wirklich. Was sind denn das für Pässe? Diese Außenbahn. Ich hoffe, da kaufen wir mal was. Ey, Aschempong und Vaga. Ich meine, bei allem Respekt, ne? Aber das kann doch nicht der Ernst sein. Die spielen das gut, ne? Oh, ich wollte gerade spielen. Ich hab ihn da schon laufen sehen.
So, Champong. So, jetzt! Oh, dieser Boateng oder was das da ist. Oder wie der heißt, der ist ja, der steht mir auf den Füßen. Den haben sie doch speziell abgestellt für mich, oder? Montoya. Oh, wieso den komplizierten Pass schicken ihn doch einfach ganz normal. Ja, Boateng heißt der. Nicht verwandt, glaube ich, mit den anderen beiden Boatengs aus Deutschland. Oder haben die noch einen Bruder? Man weiß ja nie. Aber mir ist jetzt keiner bekannt. Das wollte ich nur damit sagen. So, da haben wir Lekic. Boah, Masip. Riesentat von Masip. So, Abschlag kurz ausgeführt auf Mascherano. Oh, lass ihn doch durch, Junge. Barca heute nicht gut drauf. Schlechten Tag erwischt. Rakitic. Ja, auch Zotos hier heute nicht mit dem besten Spiel bislang. Alter Schwede. Fehlen die Körner hier für den Pass, aber immerhin den Ball zurückgeholt. Hier wird er gerissen und gezogen. Aber Ball bleibt im Besitz. Der Pass in den Rückraum, im Prinzip die richtige Idee. Ausführung jedoch mangelhaft. So, mal ein Ballspielen, der ankommt. Der kam wenigstens an, aber auch direkt wieder weg. Ist natürlich alles nicht schön. So, Kappa. Oh, der, doch, der kommt an. So. Jetzt vielleicht. Pass auf, Zotos, der zieht gleich ab. Suarez. Nein. Das war eine große Möglichkeit. Da war Halbzeit schon, ne? 1-0, gar nicht mal so unverdient. So, nehmen wir mal den Verteidiger. Lutzen wir den mal ein bisschen mit raus. Versuchen wir ein bisschen Sicherheit reinzukriegen ins Spiel. Jetzt haben wir uns schon mal. So, jetzt. Komm, schick ihn, schick ihn, schick ihn. Schöner Pass auf Suarez. Da ist das Tor. 1-1. Luis Suarez. Der Messi-Ersatz. Schönes Zuspiel. Und Suarez zieht direkt ab. Ich meine, aus kürzester Distanz, aber den muss er halten, oder? Torwart sieht hier nicht glücklich aus. Viertes Ligator für Suarez. Ich glaube, sechste Torvorbereitung für Zotos. Dann sieht die Welt doch schon ganz anders aus. So, Suarez. Wurde gepfiffen. Ich wollte gerade fragen, wieso geht er da nicht ran wieder? Montoya. Ja, allein auf weiter Flur hier. So, komm, schick ihn mir einfach mal in den Lauf. Nicht schlecht, der Pass. Zotos, 2-1. Chris Zotos, 55. Spielminute, schönes Zuspiel in die Spitze. Auf Zotos, der mittlerweile angekommen ist. Außenrissschuss, keine Chance für den Goalie, der da nur zugucken kann. Spiel gedreht. Sechstes Tor in der Liga. Damit mit einer der Top-Torschützen bei Barca.
Mal sehen, ob sie nochmal eine Antwort haben. Der Schiedsrichter hat da was gegen. So, Wechsel Aschampong runter. Neymar kommt rein. So, Freistoß. Direkt zu Masip oder auf Masip. Kein Problem jetzt für den Schlussmann, der Katalan. Boah, Tutos einfach weggeschubst. Das geht nicht, das weiß auch sein Gegenspieler. So, Derek Boateng geht runter, mein Schatten. Hat mich lange gut im Griff gehabt. Aber am Ende kann man einen Tutos auch nicht 90 Minuten lang verteidigen. Na komm, spiel doch hier unten. Das Spiel ihn doch. Wir haben schon gelauert. Ah, schade. Habe ich nicht mehr richtig angenommen bekommen. Jetzt aber ein bisschen Platz für Saul. Aber den kriegt er nicht verarbeitet. Rakitic runter, Iniesta kommt. Und Saul muss auch runter. Nach der letzten Aktion. Vaga. Boah, Tsotos hier im Intensiv-Zweikampf. Flanke kommt dann noch, aber zu nah vors Tor. Kein Problem für den Schlussmann. Aber hier hat sich jemand verletzt. Der Kapitän bleibt liegen. Wir gucken. Oh, knickt um mit dem Fuß. Warum sie uns den Ball jetzt geben, weiß ich allerdings auch nicht. Oh, bekommen wir den Pass eigentlich gut durchgesteckt. Aber wir werden minimal aufgehalten. Das reicht uns, den Schwung zu nehmen. Jetzt müssen wir mit nach hinten arbeiten. Denn wir führen nur 2-1. Nimmt der Tempo auf. Ah, der Pass kam da nicht an. Die Idee allerdings war richtig cool. Die Flanke ist auch richtig gut. Will er direkt nehmen. Volley. Ja, warum nicht? Suarez. Ich dachte, er startet da nochmal durch hier, Suarez. Dem war aber nicht so, aber trotzdem eine schöne Möglichkeit sich ergeben. ...2-1 immer noch. Zweite Halbzeit hat sich Barca die Führung, ich würde sagen, auf jeden Fall verdient. Bessere Team, mehr Akzente. Neymar hier im Zweikampf, holt den Einwurf raus. Zum Busquets. Tsotos nochmal vorbei an allen, das 3-1. Chris Tsotos mit dem 3-1, ein Tor, zwei Tore, eine Vorlage jetzt also. Zack, auf links gelegt und mit links kann der auch schießen. Flach und satt unten links. Keine Abwehrchance. Ich würde sagen, wir sind angekommen in Barcelona. Mittlerweile auch von der Stärke her hier richtig gut zu Hause. Bei einem der besten Vereine der Welt. Oh, da hatte ich den Ball auf einmal. Wollte ihn eigentlich nur überlaufen. Jetzt müssen wir nur wieder mal eine Einladung von Deutschland kriegen. Denn die ignorieren uns ja noch nach den letzten Spielen.
In die Füße des Gegners. Passquote heute wahrscheinlich nicht die beste bei mir. Sei es wie es sei, 3-1 steht am Ende da für uns. Gibt hier die Glückwünsche von Busquets. Wir gucken auf die Werte. 81% Passquote, also nicht die beste heute. Zweikampfwert auch unter aller Sau heute, muss man mal so sagen. Aber wir haben die Tore gemacht. Ist ja auch was wert, ne? So, Barcelona genannter Spieltermin. Gegen Deportivo. Ich denke mal, das Klassiko dürfte auch nicht mehr so weit weg sein. Ne, hier ist noch nichts zu sehen. Das sind die letzten Spiele. Wir gucken mal, was das nächste Spiel ist. Okay, gar keins. Wir gehen in die Transferperiode. Die machen wir jetzt noch mit. Okay, Pokal ist Villarreal ist angesagt. Villarreal also in der Transferperiode. Unser nächstes Spiel. Vielleicht tun wir noch was. Wir haben ja so viele Verletzte auf den Flügeln. Könnten wir was gebrauchen. Das alles sehen wir aber erst wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch alles.